So, wir sind immer noch unterwegs hier in dieser Gegend in Hurghada. Aber ich muss ehrlich gestehen, es ist eine wunderschöne Gegend. Also deswegen wird das auf jeden Fall, deswegen sind es auch ein paar Videos geworden, weil wir da schon ein bisschen länger unterwegs sind. Und wir wollten das nicht in einem zusammenziehen, sonst wäre das Video ja extrem lang. Aber so ist es interessanter und so bleibt sie auf jeden Fall dran. Denn die Videos werden ja spannend, weil ich glaube, es ist ja selten, dass irgendjemand in dieser Gegend war. Kann schon sein. Natürlich der eine oder andere, der schon öfters in Ägypten war, der war in dieser Gegend. Aber ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr schon mal da wart in dieser Gegend, ob ihr die Gegend kennt überhaupt. Das würde uns interessieren, oder? Hm? Bitte. Vergesst zu liken und zu abonnieren. Liebe Grüße auf jeden Fall an alle Zuschauer, an alle neuen Zuschauer. Herzlich willkommen auf unserem neuen Kanal, also auf unserem Kanal für die neuen Zuschauer. Und wer diesen Kanal noch nicht abonniert hat, der sollte ihn abonnieren, wie ihr sehen könnt. Regelmäßig, also zumindest zweimal in der Woche, kommen neue Videos aus Hurghada, aus Ägypten, aus diesem wunderschönen Land. Oder wie wir es sagen, aus unserem zweiten Zuhause. Komm. Wer soll auf den Gehsteig gehen? Also der Sonnenuntergang, wie ihr sehen könnt, ist wirklich wunderschön. Und das erlebt man jeden Tag hier. Und ich traue mich zu sagen, in diesem Anblick ist die Reise nach Ägypten auf jeden Fall wert. Wo wir hingehen, das weiß ich nicht. Wir schauen einmal, lassen uns überraschen. Wir schlendern auf jeden Fall durch die Straßen.
Ich hoffe, unsere Videos gefallen euch. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert brav. Und wer es noch nicht abonniert hat, abonniert den Kanal. Da. Und wer bleibt da stehen? Wer bleibt da stehen? Schau, die Zeichen sagen sogar, dass du rüberlaufen musst. Schau, nicht gehen, du musst laufen. Also das haben sie hier gemacht, damit die Autos langsamer werden. Und du da rüberlaufen musst. Damit du auch gesund auf die andere Straßenseite kommst. Ja, trinken. Trinken. Ja. Yalla bin. Oh. Big one. Big one für alle. Big one. Nehmen wir mal Lee. Gib kein kleines. Also ich will jetzt jeder. Es gibt KitKat. Hallo. Thank you. Austria. Yes. Maybe? What? Sydney. No. Vienna, German. Vienna. Yes. Vienna. Vienna. Was? Groß. Groß? Keine Ahnung. No, hier. Hallo. Fashion. Ich hab Freund gemacht. Hab mir gesagt, Smoy. Anna, du doch besser. Bis runterfahren, für Finn. Okay, du hast. Okay. Na, du essen, passt schon. Nein, du essen. Keine Ahnung. Ich schätze mal. Nicht mit Schweinefleisch. Zucker. Keine Schweinefleisch. Du? Mama, du nicht. Thank you, Barakallahu Fik. Karamell. Ja, ist Karamell. Karamell. Ich liebe Karamell. Das ist Karamell. Wo ist Karamell? Aber hier, das mit Karamell. Danke. Jetzt esse ich alle. Ich kann aber nicht. Aha, dann gebe ich eins Alina. So. Gegrillter Mais. Geht nicht, ist heiß. Auf einer Straße gegrillt. Gegrillter Mais. Ja, gegrillter Mais, auf offener Straße gegrillt. Also auf der Straße. Ja, ist da. Dann nimm den. Ich glaube, das kostet, glaube ich, ein paar Pfund. Ich weiß es nicht. 10 Pfund. Also 50 Cent. Oh, shukran, Mama. Shukran, es ist so heiß. Ich habe ihn gedroppt. Warum klaut ihr mein Brot? Nee, fertig. Amina. Komm, gib das in den Sack. Amina, gib das in den Sack, Mama. Ich kann ja nicht über das erzählen. Wie ist das, wie ist das? Da, bitte. Wie?
Nein, ich habe nicht gedacht. Ich habe gedacht, dass sie das Wasser in den Sackerl reingibt. Deswegen habe ich gesagt, nimm das Sackerl. Ich trage eh das Sackerl weiter. Geschäft vom Weihnachtsmann, Santa Claus. Seht ihr? Santa Claus arbeitet in Ägypten, in Hurghada. Ah, ja, und er verkauft Schuhe. Genau. Also Santa Claus arbeitet in Hurghada und verkauft Schuhe. So, Street Food. Schmeckt mega. Streetfood schmeckt immer, das sind so Sandwiches mit gebratenem Leber oder gebratenes Hühnchen, also Hühnerstückchen, je nachdem, also auf jeden Fall sehr lecker. Also Streetfood in Ägypten ist mega lecker. Nicht nur das, das ist nicht Streetfood. Ha? Wenn das weitergeht. Noch einmal, bitte. Ja. Weiß mit. Geht's auf die Seite. Inside bitter. Weiß mit Blümchen. Weiß mit Blümchen? Ja. So was wird nicht passen. Oh ja, why not? Ja. Kannst du gucken? Das halt selber. Das halt selber. Wollen wir nicht mal was halt selber? Was will er? Kannst du hier? Ja, hab ich hier. Er zeigt dir. Komm. Ah, ich schätze mal, das ist eine Tierhandlung. Ja, guck mal, Papa. Ach, wie süß. Das ist noch echt schön. Und wunderschön, ja. His wife's name is Nala. He has seven kids. And his name is Zimba. Zimba. Oh, huh? Zimba. Zimba. Yeah. Komm. Was ist diese, was aufgeht? Diese Macaroni. Kommt. Wie soll bei dir? Vorsicht, geh auf die Seite bitte. Vorsicht, 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 Vorsicht. So. Ja, da. Ja. Komm. Komm. Komm, 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 komm. Ha? Huh?
Wow. Was ist da? Wie viel sind da? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hunde. Bravo. Und eine Katze. Und eine Katze. Sie darf sich nicht bewegen. Die Hunde schlafen aber. Die Hunde schlafen. Solange sie schlafen, hat sie Ruhe. Aber wenn sie aufstehen? Dann muss sie in den Schrank klettern. Hi. Mickey Mouse. Teppich. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Komm, Mausi. Bleib bei mir. Ich sag dir die ganze Zeit, bleib bei mir. What we go in Serkis, the same Serkis, in Taxi. Mit Taxi oder dasselbe? Nein, mit Taxi. Taxi, ja? Yes. Einmal genug. Und wir probieren, wie das geht auf die Seite. Hubkonzert, Hubkonzert. Warte. Dort, wo Mama auch essen kann. So. Should I call Taxi? Huh? So hätte uns auch Uber auch gekostet. So hätte Uber auch gekostet, 30. So, wir sind hier bei der Sheraton. Seht ihr? Und wir gehen jetzt diese Straße da rein. Und hier ist es immer am schönsten, wenn man beim Sonnenuntergang herkommt. Ich bin
Schaut nach Spielhalle aus. Ja, das sieht gerne Spielhalle aus. Was? Komm. Das schaut auch gut aus. Musst du Foxy sagen, wenn ihr wollt, können wir eh raufgehen dann. Ja, musst du Foxy sagen. Später. Inshallah. Also hier kann man sich gewöhnen. Wirklich. Also wunderschön. Ich finde es wunderschön hier, auf jeden Fall. Ich hoffe, die Videos machen euch Lust auf Urlaub. Und wenn nicht, tut ihr buchen. Wenn ihr noch nicht gebucht habt, dann bucht. Ich habe auch nicht. Wir kaufen ihn morgen. El Isra, schau. Das ist dasselbe Restaurant wie drüben, was wir gegessen haben. Ha? Wie wir waren das letzte Mal. Am 23. gibt es eigentlich ein Treffen. Wer? Die versammelt ja die ganzen in der Gruppe. Hat sie eigentlich nur was steht. Und dann sind die noch da? Ja, der letzte Tag. Hammer! Können wir gehen, oder? Schauen wir mal. Wer ist noch da? Was ist da? Wir. Ich habe auch keine Zeit, ich kann die wissen. Ich werde versuchen zu erlauben. Check auf den arabischen Zahn. Was ist das? Himmel. Na, das ist ja die Zahl. Also da ist das mal schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da steht aber die 8, aber das sind wir das 7, aber das ist 9. Der Punkt ist 0. Ja. 90. Ja, 90. Das ist 7. Check es. 160. What? Your dad has birthday today. Today? Thursday, yeah. Yeah, your dad. Yeah, you're my dad. Happy birthday. How old? Him? Yeah. 52. I don't know how old is your dad. I don't know. Hat heute Geburtstag. Did you give him a present? Yes, I gave him one. Maybe. He gives birds. Like this. Okay. Good? Ja,
das war die ganze. Und zwar, ja, der ganze Tisch ist voll. Das ist mein Essen. Nudeln mit Käse und Brot. Salata. 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 Ja. Guck dir mal dieses Ding an. Diese Ente, die das recht fett ist. Papa, kann ich mal probieren, der Gras? Hier, meine Zwillingsschwester frisst schon. Also Leute, ihr habt das Essen vorher gesehen. Also meine Tochter hat es gefilmt. Und das ganze Essen hat knappe 780 Pfund ausgemacht. Also nicht einmal 40 Euro, nicht einmal ganze 40 Euro. Und für so viel Essen und das Geld ist extrem wenig. Salvata? Nehmen wir oder nehmen wir? Ha ha ha!